Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, mich eben doch sehr gewundert über den Redebeitrag aus den Reihen der AfD-Fraktion. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, wie es war, als ich mich auf diese Rede vorbereitet habe. Und es ist ja wirklich sehr interessant, sich in die Thematik der Rundfunkstaatsverträge mal einzuarbeiten und die letzten Änderungen zu durchforschen, die Debatten dazu nachzuholen, zu verfolgen, und man kommt wirklich vom Hundertste ins Tausendste. Und Frau Ministerpräsidentin hat ja schon angedeutet, dass das doch ein recht komplexer Sachverhalt ist, der, glaube ich, eher was für Wochen- und monatelange Fachdebatten wäre als für eine solche kurze Landtagsdebatte. Nicht umsonst haben Sie ja auch die langwierigen und mitunter auch sehr schwierigen Verhandlungen angesprochen. Ich habe dann angefangen, eine Rede zu schreiben, und irgendwann auf Seite 8 habe ich das durchgelesen und gedacht, nee, Eva, das kannst du nicht machen. Da langweilen sich dann alle. Das war dann doch schon sehr technisch und sehr detailliert. Und was tatsächlich richtig ist, ist, dass wenn man dann anfängt, sich mit Over-the-Top-Contents zu befassen und Video-on-Demand-Problematiken noch mit reinnimmt, dann sind das sicherlich sehr spannende Debatten, aber für dieses Setting, wie man so schön sagt, nicht das Richtige. Umso mehr verwundert bin ich über diesen Beitrag. Anstatt sich dem Thema sachlich-inhaltlich zuzuwenden, wird hier die Gelegenheit gleich wieder genutzt, die polemische Keule zu schwingen und die Opferrolle zu zelebrieren, die AfD ja vermeintlich in den Medien einnimmt, den Beitrag zu verteufeln und Medienschelte zu betreiben. Ja, ich glaube, es ist bekannt, dass wir als Linke auch nicht kritikfrei sind in Bezug auf den Beitrag und dass auch wir zu den politischen Kräften gehören, die sich gerne kritisch mit der Rolle der Medien auseinandersetzen, wobei die Stärkung des Öffentlich-Rechtlichen hier unstrittig sein sollte, und dementsprechend sollte man sich auch sachlich der Sache zuwenden. Wir sind uns, glaube ich, zumindest mehrheitlich einig, dass die Neuregelung des Telemedienauftrages, also genau genommen ja eigentlich die zeitgemäße Weiterentwicklung dessen, dringend notwendig ist. Die Gewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer haben sich verändert. Die Digitalisierung hat Online-Angeboten eine ganz neue Bedeutung verliehen, und natürlich müssen auch die Öffentlich-Rechtlichen dieser Bedeutung gerecht werden. Es gab langjährige Auseinandersetzungen, das Thema Presseähnlichkeit ist ja hier schon angesprochen worden, der Streit zwischen Verlegern und den Sendern wurde jetzt mit einem Kompromiss beendet, der sicherlich nicht ideal ist, aber es ist ein Kompromiss, den auch wir hier zu schätzen wissen. Die einen sollen also eher auf Audiovisuelles setzen, weniger testlastig sein, während den anderen die sogenannte Zeitungsanmutung dann zustehen soll, beziehungsweise sie diese für sich beanspruchen mögen. Gut finden wir auch die Einrichtung der paritätisch besetzten Schiedsstelle, die hier vorgenommen worden ist, um eben erstmal vorgerichtlich klären zu können, welche sozusagen Rechte der beiden Seiten dann nun verletzt worden sind oder nicht. Eine Schiedsstelle vorzuschalten, ist definitiv sinnvoll. Auch deshalb, weil gemeinsame Lösungen und der Weg, gemeinsame Lösungen zu finden, noch wichtiger werden in Zukunft, blicken wir auf die ganz großen Herausforderungen, die sozialen Netzwerke, Suchmaschinen und Plattformbetreiber mit sich bringen, Netflix, YouTube, Facebook, Blogs und Co. Wie reguliert man Plattformen? Wie gestaltet sich der Umgang mit Intermediären? Das sind die Kernfragen des kommenden Änderungsvertrages, die die Verlage und die Rundfunkanstalten gemeinsam beantworten müssen. Facebook hat Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bereits mitgeteilt, wie man über den neuen Diskussionsentwurf denkt, der auch Regeln für Intermediäre enthält. In Ihren Postfächern lag ganz sicher auch das Faltblatt Neuigkeiten von Facebook. Und falls Sie sich dieses Faltblatt mal durchgelesen haben, hochzeigen darf ich es hier ja nicht, jetzt habe ich es auf meinen Platz vergessen, sonst hätte ich kurz zitiert. Aber auch da hat Facebook uns allen also schon mitgeteilt, dass eine Regulierung, eine Verschärfung, ach sehr schön, der Kollege hat's dabei. Darf ich kurz greifen, um zu zitieren, Frau Präsidentin? Zum Zitieren schon. Nur zum Zitieren. Zum Zitieren schon, wenn Herr Ritter nicht als Nummerngirl fungiert. Und wenn, dann wäre er auf jeden Fall unser Nummerngirl Nummer 1, so viel ist sicher. Also Facebook teilt uns schon mit, ich zitiere, den Vorschlag, die Kriterien, nach denen Facebooks Ranking-Algorithmen funktioniert, transparenter zu machen, lehnen wir grundsätzlich ab. Es ist nachvollziehbar, dass die interessierte Öffentlichkeit besser verstehen möchte, wie Internetintermediäre das Ranking der Inhalte gestalten, zu denen sie Zugang gewähren. Aber, und dann ist auch schon wieder vorbei mit dem grundsätzlichen Wunsch zu Transparenz, insbesondere unter dem Aspekt der Gefahrenabwehr, wäre es jedoch gefährlich, detaillierte Erklärungen über die Funktionsweise einzelner Algorithmen abzugeben.
Das im Diskussionsentwurf vorgeschlagene Diskriminierungsverbot für Intermediäre lehnen wir ab. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass wir handeln müssen, um hier Transparenz und faire Rahmenbedingungen zu schaffen und die sogenannten neuen Dienstleister der Plattformregulierung, die sind ja bisher der Plattformregulierung weitgehend nicht unterworfen, und das muss sich natürlich ändern, und da muss man sich vor solchen Lobbyblättern dann auch entsprechend schützen. Nochmal zu dem vorliegenden Änderungsvertrag. Als Linke freuen wir uns über die Stärkung der Mediatheken. Sie können jetzt attraktiver und vielfältiger gestaltet werden. Der Wegfall der Verweilfrist ist definitiv ein Fortschritt. Ein Fortschritt für Kommunikation, Information und natürlich auch für Bildung und Vernetzung. Besonders gut finden wir, dass zeit- und kulturgeschichtliche Archive aufgebaut werden und im Netz bleiben dürfen. Die Filmwirtschaft hatte im Vorfeld Kritik geäußert, teilweise auch durchaus nachvollziehbar. Auch bei diesem Änderungsvertrag ist sicherlich nicht alles Gold, was glänzt. Doch am Ende sind die Ansprüche der Rundfunkbeitragszahlerinnen zu erfüllen auf die Programme und Angebote, für die sie schließlich auch bezahlen, im Online-Zeitalter länger und häufiger zugreifen zu können. Die Fraktion Die Linke wird der Überweisung deshalb selbstverständlich zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.